Herzlich willkommen zur Fortsetzung der Durchdringung der Psalmen oder wie wir ja versuchen mit diesem alten Wort zu sagen, die Psalmen zu meditieren oder ihnen ins Herz zu schauen. Das gelingt natürlich immer nur dann am besten, wenn man sie auch wirklich betet. Aber es gibt einige Erläuterungen, Vertiefungen, die ganz hilfreich sein können. Und dazu treffen wir uns. Und heute soll das der Psalm 18 sein, eigentlich nach einer ganz klassischen Zählung, nach der hebräischen Zählung. Also das sind nur die Deutschen, die sowas machen. 19. Deshalb steht, wenn Sie oft sehen, 19 steht 18 in Klammern. Mir geht das auch immer noch durcheinander, weil ich eigentlich immer noch die andere im Kopf habe. Aber gut, hier steht jetzt nur 19. Es geht aber um den gleichen Psalm. Ich lese ihn einmal, wie er hier in der Übersetzung, in der Münster-Schwarzacher Übersetzung steht. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es jubelnd dem anderen, eine Nacht übergibt der anderen die Kunde. Nicht sind es Worte, nicht sind es Reden, deren Stimme man nicht vernehme. Ihre Botschaft ging in alle Welt hinaus, ihre Nachricht bis zu den Enden der Erde. Dort hat er der Sonne ein Zelt bestimmt. Wie der Bräutigam aus seinem Gemach tritt sie hervor, sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu laufen. Am einen Ende des Himmels geht sie hervor, durchläuft den Kreis bis ans andere Ende. Nichts kann vor ihrer Glut sich bergen. Die Weisung des Herrn ist vollkommen, sie erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich, den Unwissenden macht es weise. Die Befehle des Herrn sind gerade, das Herz erfüllen sie mit Freude. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht für ewig. Die Entscheide des Herrn sind wahr, gerecht sind sie alle. Kostbarer sind sie als Gold, als Feingold in Menge. Süßer sind sie als Honig und Seim aus den Waben. Auch dein Knecht lässt sich durch sie erleuchten. Reich ist belohnt, wer sie beachtet. Wer wird all seiner Fehler gewahr? Sprich mich frei von verborgenen Sünden. Auch vor Vermessenen behüte deinen Knecht, sie sollen nicht über mich herrschen. Dann werde ich vollkommen sein, frei von schwerer Verfehlung. Die Worte meines Mundes mögen dir gefallen. Das Sinnen meines Herzens stehe dir vor Augen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wenn wir den Psalm beten, sofern wir das schon mal gemacht haben, oder wenn wir mit diesem Psalm zu tun haben, vielleicht auch jetzt sogar beim Zuhören oder Mitlesen, ist es sehr schnell augenfällig, dass dieser Psalm zwei Teile hat. Wenn wir einmal die Struktur anschauen, streng genommen sogar drei. Aber es gibt diesen Übergang oder diesen Themenwechsel, wenn man will. Da ist von der Herrlichkeit Gottes am Firmament durch den Himmel die Rede, also eine Schöpfungsthematik. Und dann wechselt es scheinbar zur Tora, zur Weisung Gottes. In diesen immer sehr kurzen Abschnitten, die so sich gar nicht genug tun können. Schwester Teresa sagte eben schon, hat schon den Psalm 119 oder 118, ich bleibe jetzt mal bei der hebräischen Erzählung, ins Spiel gebracht, wo der ganze Psalm ja 22 Abschnitte für jeden Buchstaben des hebräischen Alphabetes 8 Verse hat, wo es um nichts anderes geht als um die Tora. Und Ambrosius wird das nochmal eigens kommentieren, das spielt dann für unseren Psalm ja auch eine Rolle, das werden wir nachher sehen. Von daher gibt es Theorien, die sagen, da sind zwei Psalmen zusammengefügt worden. Und da sind sich aber die Gelehrten wie so oft nicht einig. Also zum Beispiel in dem großen Psalmenkommentar, der bis heute wirklich einer der bedeutendsten ist, von Hans-Joachim Kraus, der sagt, es ist sehr deutlich, das sind zwei unterschiedliche Psalmen, die man zu einem zusammengefügt hat. Erich Zenger vertritt eine andere These, der sagt zum Beispiel, es ist ein ganz alter Bestand dieser Psalmen, den man später erweitert hat. Also doch eine Einheit des Psalms, aber als Erweiterung. Was ist unsere Beobachtung? Die Heilige Schrift präsentiert uns Psalm 19 als eine Einheit. Punkt.
kann man eigentlich schon wieder viel Papier sparen. Die Väter in der Auslegung sind nie auf die Idee gekommen, diesen Psalm zu trennen, sondern wir werden das sehen, wie tief die innere Bezogenheit und Einheit dieses Psalms ist, und zwar inhaltlich auch. Also die Verse 1 bis 7, Schöpfungsthematik, 8 bis 11, Torah, und dann der letzte Teil, wenn man den nochmal abtrennen will von diesem Torah-Teil, kommt der Beter ins Spiel, der Knecht, ja, auch vor Vermessenen, behüte deinen Knecht. Mit einem Versprechen. Also nochmal, die Heilige Schrift nimmt hier keine Teilung vor, sondern sie besteht ja auf der Einheit, sonst wäre es nicht als ein Psalm gefasst. Die exegetischen Theorien gehen auseinander. Und damit wird mein Punkt der Kritik, den ich immer an, ich werde nicht müde, das zu sagen, weil es auch inhaltlich schwierig ist. Zum ersten Mal wird dieser Psalm auseinandergerissen in der jetzigen Ordnung des Stundengebetes, in der offiziellen Liturgia Horarum. Wir kommen dann nachher noch drauf, wo der dann vorkommt, in welche Ecken man den gesteckt hat. Ja? Wenn wir auf den Inhalt schauen, 1 bis 7, die Herrlichkeit des Schöpfergottes, die Schöpfung als eine heilbringende Lebensordnung, der Wechsel von Tag und Nacht und der Lauf der Sonne. Das wird hier besungen. 8 bis 11 nimmt dieses beglückende Geschehen auf, also diese heilende, heilbringende Ordnung Gottes im Wechsel von Tag und Nacht, dass es einen Rhythmus gibt. Wir singen das sonntags morgens. Ambrosius nimmt das eigentlich tief auf. Ambrosius, der ja dem Origenes nie begegnet ist, aber wir müssen uns immer die Situation vor Augen halten, Ambrosius ist Bischof geworden, da war er noch nicht getauft. Man hat ihn zum Bischof gewählt, er war nur Katechumen, war ein begabter städtischer Beamter. So, und dann ging das alles in einem Rutsch, aber ab dem nächsten Sonntag stand der arme Mann dann da und musste predigen. Ja, was predigt man denn da? Also hat er ganz viel Origenes gelesen, der 100 Jahre älter ist als Ambrosius. Und wir verdanken dem Ambrosius sehr viele Origenes-Sachen, die sonst verloren gegangen wären. Und weshalb ihn Hieronymus dann später übel beschimpft. Aber das war zunächst seine erste Startposition, überhaupt diesen griechischen Origenes zu haben, um im Lateinischen predigen zu können. Und viele, Ambrosius ist immer sehr inspiriert von diesem Origenes, obwohl er natürlich kreativ und tief genug und auch geistig und geistlich genug war, um manche Dinge zu verändern. Das ist ja immer das ist eben auch Tradition. Das ist nicht einfach kopieren. Wir können nicht weder das 19. Jahrhundert noch das 4. Jahrhundert spielen. Ja? Aber die Tradition heißt das Aufnehmen und in unsere Zeit setzen und in unsere Zeit zu übersetzen. Und das hat Ambrosius gemacht. Und wir singen sonntags morgens jetzt im Winterhalbjahr, du wärst dem Öden einerlei. Das ist zum Beispiel ein solcher Gedanke, der hier aufgegriffen wird, dass wir nicht einem Grau in Grau ausgeliefert sind, sondern das ist, was für uns so selbstverständlich ist, dass es jetzt dunkel ist und morgen früh wird es, so Gott will, wieder hell. Und das ist ein wohltuender Rhythmus, dass es eine Nacht gibt, die eigentlich für die Ruhe gedacht ist. Und einen Tag, an dem der Mensch wirkt, wie das der Psalm 104, auch seinem Schöpfungspsalm, der das ja auch sagt. Also, und es wird Nacht und dann kommt das Getier des Waldes, ja, und da kommen diese ganzen Viecher da heraus, vom Dachs, vom Wilddachs angefangen, über der halbe biblische Zoo tritt da auf in diesem Psalm. Ja. Ein wohltuender Rhythmus, der in der Schöpfungsordnung gründet. Wir erinnern uns an Genesis 1, wir hören das in der Osternacht, es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Diesen Wechsel von Jahreszeiten, diesen Wechsel des Tages als wohltuenden Rhythmus. Als ein beglückendes Geschehen, das dem Menschen entgegenkommt. In einer ganz natürlichen Erfahrung, wenn man einfach nur als Mensch lebt, kann man sich diesem Rhythmus de facto nicht entziehen. Es sei denn, daran hat natürlich ein biblischer Beter noch nicht gedacht, man sitzt den ganzen Tag im Flugzeug und fliegt der ganze Tag der Sonne hinterher, dann wird es nicht dunkel. Kommt man beim Ende auch wieder raus. Ja? Und irgendwann muss man stehen bleiben zum Tanken, glaube ich, wenn man das nicht in der Luft macht. Und dann irgendwann kriegt man schon wenigstens eine Dämmerung mit. Aber wir würden das als unnatürlich bezeichnen. So,
so problematisiert dieser Begriff inzwischen ist. Das dürfen wir ja nicht mehr sagen. Es gibt ja nichts Unnatürliches mehr. Also eine wohltuende Schöpfungsordnung, eine Lebensordnung, die als beglückendes Geschehen dem Menschen entgegenkommt. Und das verhält sich genauso mit der Tora. Deshalb ist das Stichwort, also das, was der Mensch als wohltuend erlebt, ist sozusagen, das liegt auf der Hand, dass das vertieft wird, weil die Tora ist nichts anderes. Die Tora, das Gesetz Gottes, ist diese Lebensordnung Gottes, die dem Menschen als Glück geschenkt wird. Nicht als Schranke oder, ja, nehmen wir die 10 Gebote. Natürlich ist darin auch eine Einschränkung gegeben. Aber eine Einschränkung, die zum Glück führt, die gelingendes Leben verspricht. Und wir können ja, egal welches Gebot wir nehmen, wenn wir gegen ein Gebot verstoßen, dann ist die Sache schief. Was wir natürlich permanent tun. Auch das verschweigt der Psalm am Ende ja nicht. Zenger macht eine sehr schöne Beobachtung, indem er sagt, aber Zenger versteht das natürlich nur ökologisch von der Natur her, aber immerhin, er macht diese Beobachtung und schreibt die auch, die Worte der Tora führen nicht von der Schöpfung weg, sondern sie drängen schöpfungsgemäß zu leben. Seine Einheit von Schöpfung, die wir ernst nehmen, und Tora. Und das ist ein zutiefst, wenn man so will, alttestamentlicher Gedanke, der bei Paulus im Römerbrief, das spielt eine Rolle, im Römerbrief zitiert Paulus diesen Psalm, einen Vers dieses Psalms, der eine große Rolle spielt. Also, die Tora führt nicht weg von der Schöpfungsordnung, ist irgendwas Besonderes, was Exklusives, nur für so ein paar Experten, sondern sie drängt schöpfungsgemäß zu leben. Und Norbert Lofink, der Alttestamentler, sagt, es gibt kein Heil an der Schöpfung vorbei. Zenger vertieft das, er nimmt dieses Zitat von Lofink auf und sagt, es gibt kein Heil an der Tora vorbei. Ich weiß nicht, ob es bei irgendwem im Ohr klingelt. Wir könnten das zuspitzen, wir kommen nachher auf die christliche Auslegung, es gibt kein Heil an Christus vorbei. Und jetzt sind wir schnell bei dem Satz, über den sich heute alle Theologen aufregen, extra ecclesiam nulla salus. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und das ist eine Linie. Man kann nicht eines vom anderen trennen. Schöpfung, Tora, Christus, Kirche. Und es ist aber nicht die Kirche als kirchensteuereinnehmende Institution. Das ist nicht die Kirche als Generalvikariat und das ist nicht die Kirche als Bischofskonferenz. Sondern das kann man nur verstehen. Und diesen Satz kann man auch nur guten Gewissens, sage ich schon, auch sehr ehrlich unterschreiben, wenn man die Kirche geistlich versteht. Sonst versteht man von der Kirche gar nichts. Sonst ist das eine Ansammlung von armen Tröpfen. Ich versuche es mal neutral zu sagen. Ich könnte auch ein anderes Wort sagen, aber das habe ich uns alle beleidigt. Das will ich ja heute Abend nicht. Und schließlich in diesem letzten Teil, also wir kommen darauf nachher nochmal zurück, der Beter, der im Kontext dieser Schöpfung steht und sowohl die Schöpfungsordnung erlebt, wie auch, dass ihm das Gesetz Gottes gezeigt wird als beglückende Ordnung, steht natürlich immer auch an seinen eigenen Grenzen, indem er sich dem verweigert. Also da gibt es die Vermessenen, die das ablehnen, die alles besser wissen, die sagen, wir brauchen so eine Ordnung nicht, das machen wir selber, ja. Also wir lehnen das ab. Aber auch dieser Beter ist immer in dieser Gefahr, weil wir zwar in der Schöpfung stehen, aber wir stehen, und das vergessen wir heute ständig, wenn wir über Schöpfung reden, ja, und sagen immer, die Schöpfung ist doch gut. Ja, aber wir sind Teil der gefallenen Schöpfung. Der Schöpfung, die sich von Gott abwendet. Ja? Wie die Psalmen beten. Der Frevler spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und auch wenn wir das vielleicht offiziell nicht sagen, aber wir benehmen uns so. Lassen Sie uns noch auf eine scheinbar sehr technische Frage schauen, nämlich wann wird der Psalm verwendet? In den Ordnungen, die wir greifbar haben, unserer Kirche, wenn wir etwa auf das benediktinische, auf die benediktinische Ordnung schauen, steht er in der Prim,
eine Hore, die es heute de facto nicht mehr gibt, das letzte Konzil abgeschafft. Da stehen die ersten 20 Psalmen oder 19 Psalmen stehen dort. Da ist ein Teil davon, aber findet gleichzeitig, und ich nehme an, dass das auf ältere römische Ordnungen zurückgreift, wie Benedikt das manchmal tut. Also Benedikt, der findet ja nicht einfach eine Psalmenordnung. Er greift auf römische Ordnungen zurück und da ist es an ganz vielen Gelegenheiten ist es ein Psalm der Vigil, also der alten Nachthore. An Christusfesten, an Marienfesten, an Apostelfesten. Dieser Psalm kommt eigentlich, wenn man in die alten Ordnungen schaut, ist in den, ich meine, die haben natürlich viele Psalmen gebetet, nicht wie wir heute mit drei und drei Kantika oder sowas, haben sie sich natürlich früher nicht zufrieden gegeben, die haben eine ganze Latte gehabt, aber Psalm 19 war fester Bestandteil des Festtagsoffiziums. Kaum ein Festtag, ein großer Festtag, wo das nicht vorkommt. Ja. Ich habe eben schon gesagt, in der Liturgia Horarum, in der Umsetzung dessen, was das Konzil eigentlich ja nur als Rahmen vorgegeben hat, hat die Umsetzungskommission dann, das ist so ein eigener Krimi, wir müssten mal wirklich mal ein Wochenseminar zu machen, wenn man das liest. Aber dieser Psalm ist geteilt worden, also ist zerschnitten worden. Ich stelle mir jetzt immer vor, wie das ist, wenn wir, gibt es eigentlich heute noch in den Schulen Lesebücher? Gibt es sowas noch? Ja? Wenn man dann Goethe-Gedicht nehme und da einfach und sagt, ach, der zweite Teil ist doof, da hat er eine andere Liebschaft gehabt mit einer anderen Gräfin oder sowas, ja, und dann deshalb, und das nehmen wir auseinander. Die Germanisten würden, Wahnsinn, das Buch könnte nie gedruckt werden, ja, aber es ist ja nur Heilige Schrift, ja, kein Problem. Und das macht ja nur die Kirche, ist noch weniger ein Problem. Also Psalm 19 ist jetzt geteilt und kommt vor, der erste Teil Montag in der zweiten Woche in den Laudes und der zweite Teil kommt vor Montag in der ersten Woche in der Tageshore. Sehr prominent. Irgendwo in die Woche reingefriemelt. Man kann das auch verstehen, warum. Also ich habe das heute nochmal nachgelesen, wie es wirklich, mir war heute Nachmittag richtig schlecht, eine ganze Stunde. Wenn man nochmal nachliest, wie, also das ist ja nicht nur eine Entscheidung, sondern es gab viele Treffen, sogenannte Konsilien, unter Leitung von Kardinälen, die haben dann erstmal die ganzen Voten gesammelt, wie soll das denn sein? Und das, wie es heute ist, ist eigentlich immer abgelehnt worden von der Mehrheit, wenn man das anschaut. Da kamen die nämlich an, ja, das ist alles zu viel und in der Vesper sollen es doch 5 Psalmen sein. Da sagten die anderen, ja, aber wenn man das mit der Gemeinde betet, das verstehen die ja nicht. Dann sagten die einen, die Fluchpsalmen müssen raus, die kann man gar nicht beten, das wollen die jungen Leute heute nicht mehr. Und die Geschichtspsalmen auch nicht mehr, das versteht keiner, das ist zu langweilig, das kann man ja gar nicht beten. Diese langen Geschichtspsalmen, 78 oder sowas, das kann man gar nicht, das ist gar kein Gebet. Das kann man vielleicht als Lesung nehmen, irgendwie sollen die Orden machen. Die Kontemplativen können das noch beten. Ja? So. Also da gibt es Voten, wo man manchmal am Verstand der Leute zweifelt. Das kann man echt nicht anders sagen. Und dann haben sie am Schluss nur noch Verse gezählt. Und haben gesagt, ja, aber da sind das 383 Verse gegen 202, müssen wir irgendwie ausgleichen und so. Und so haben die, also wie auf einer Waage haben die im Grunde genommen, oder wie in einer Rechenmaschine, das ist schon ziemlich schlimm. Vor allen Dingen ein Beispiel dieses Psalms, deshalb insistiere ich so darauf, kann man sehen, wie der ganze Psalm, nicht nur die ganze Tradition des Psalmverständnisses im jüdischen Kontext, also im heilsgeschichtlichen Kontext des Alten Testamentes, worauf ja Paulus dann im Römerbrief nochmal ausdrücklich rekurriert, gerade mit diesem Psalm, wie man das gewaltsam zerstört, sondern auch die ganze Tradition der Väter. Das wird einfach, das interessiert keinen Menschen. Man weiß gar nicht, was die da gebetet. Ich meine, die saßen ja alles, waren alles Bischöfe, Kardinäle, Prälaten. Die haben ja alle mit ihrem Brevier da gesessen und das gebetet. Ist ja nicht so, als hätten die jetzt plötzlich über Reisanbau in Hinterchina beraten müssen und über die Botenverhältnisse, wovon sie schlichtweg keine Ahnung hätten. Sondern es ist das, womit sie eigentlich jeden Tag umgegangen sind. Es ist erschreckend, dass diese Akten zu sehen, diese Berichte zu lesen, welcher Geist dort herrschte. Ich kann es bis heute, ich kann es überhaupt gar nicht verstehen. Muss ich ehrlich sagen. Also bei Bunini, da hat der im Grunde genommen der Chef war, nach dem Konzil die ganzen liturgischen Erneuerungen umzusetzen. Der hat ein ganz dickes Buch geschrieben über Liturgiereform und der hat das ganz ehrlich, im Grunde genommen ganz ehrlich da referiert. Und wenn man das ist sehr mühsam zu lesen, weil da immer alle Namen und alle Abstimmungsergebnisse und so drin sind. Aber es ist auch, es ist wirklich erschreckend,
die Lösung aus dem Gesamtzusammenhang der Heilsgeschichte in diesem Psalm. Also in dem haben wir so ein Schöpfungslob und dann haben wir so ein über das Gesetz Gottes. Gut. Interessant haben die auch geguckt, was machen nicht-katholische Gemeinschaften? Das ist auch spannend. Und das zählen sie ausdrücklich auf. Da bin ich auch, da zieht es einem auch die Schuhe aus. Sie gucken bei den Reformierten, sie gucken bei den Anglikanern, alles in Ehren. Ich finde es zu Recht, da zu gucken, zum Beispiel die Anglikaner, das haben sie dann festgestellt, die haben die alte Tradition behalten, indem sie den Psalter numerisch, ich habe das hier ja schon mal gesagt, einmal im Monat kommt der ganze Psalter dran, die fangen am 1. des Monats mit dem Psalm 1 an, die lassen zwar einen aus, einen Flugpsalm lassen sie aus, aber die fangen mit Psalm 1 an und hören am letzten Tag des Monats, hören die mit, bitte, hier ist noch einer frei, und hören mit Psalm 150 auf. Ist das bis heute so? Ja, das ist bis heute so, ja. Also zum Beispiel der Evensong von St. Andrew, also vom Andreasfest am 30. November, endet mit den letzten drei Psalmen. Also verteilt auf den Morgenservice, also das Morgenoffizium und das Abendoffizium. Dieser Even Prayer ist ja, ihr habt das ja neulich hier mal erlebt, ist ja so eine Mischung eigentlich, würden wir sagen, das Vesper unkomplett. Und in Tese, das ja damals noch relativ neu war. Bitte, die Orthodoxen kommen gar nicht vor. Also die Orthodoxen haben natürlich auch von den Mönchen her die älteste Ordnung verwahrt, indem die den ganzen Psalter in 20 Katismen einteilen, ja, 20 Abschnitte, wo dann am Ende nochmal was Spezielles gebetet wird und der zu bestimmten Anlässen, dann vor allen Dingen in der Fastenzeit, dann vorkommt. Ja. Also, oder sie sagen, wir müssen in die pastorale Realität dieser Welt hineinschauen. Wenn man das dann liest, was die als pastorale Realität natürlich 1960 wahrnehmen und 1965, das kommt einem heute vor wie Rotkäppchen. Ja, das ist so. Aber man kann sehen, wie verheerend das ist, wenn man meint, man müsse modern sein und sich nach der jeweiligen Zeit ausrechnet und keine 5 Jahre später, keine 10 Jahre später, hat das so einen Bart. Das ist sowas von überholt und alt, ja, dass einem schlecht wird. Da ist die Zeit sowas von drüber gegangen. Es gibt ja immer böse Zungen, die schon sagen, die Katholiken haben immer so einen Cultural Lag. Ja. Die wollen also unglaublich modern sein, dann sind wir immer 40 Jahre zu spät. Ja. Das kann man jetzt auch, das kann man beobachten. Das ist eine durchgängige Geschichte. Ja. Da steht dann so ein Satz da, die Jugend will keine Flüche hören. Wissen Sie, aus welchem Jahr der Satz ist? Von 1968. Man weiß gar nicht, wo man sich kitzeln soll. Ja? Wo ist er? Die Jungen, nein, mit Gewalt und sowas, da haben die gar nichts mit zu tun. Ja, sowas. Das ist sowas von aus der Welt. Ja? Das ist natürlich, wenn man in seinem Palais sitzt, ja, und man hört da schlimme Unruhen. Das sind Leute aus Paris gewesen. Ja? Da waren keine Studentenunruhen, die waren alle Baguette kaufen oder was. Ja? Also, aber solche Sätze, das wird dann fromm runtergebrochen auf eine vermeintlich pastorale, ist bis heute unser Fehler. Ja? Wir schauen immer auf eine vermeintlich pastorale Wirklichkeit, die es nirgendwo gibt, nur in bestimmten Köpfen. In der Wirklichkeit existiert die nicht. So, und dann kommen dann immer Entscheidungen heraus. Wir leiden ja gerade auch unter solchen, die jetzt gerade im Werden sind. Ja. Da werden Entscheidungen getroffen auf eine Wirklichkeit, die es erstens nie gab und die es nie geben wird. Und wundert sich dann 10 Jahre später, dass es nicht funktioniert hat. Da sind wir alle ganz traurig. Naja, gut. Es gibt ja Psychopharmaka, ist ja nicht so. Genug gemeckert. Jetzt müssen wir auf das Positive schauen, weil der Psalm so viel davon hat. Was macht wirklich jetzt die Einheit und die Schönheit und den geistlichen Gewinn dieses Psalmes aus? Das große Thema, und zwar das verbindende Thema dieses Psalms, die Einheit dieses Psalms besteht darin, dass es eine Schöpfungs ein Torah, ein gottgemäßes Leben besingt. Die Grundordnung von Nacht und Tag und Sonnenlauf, die uns geschenkt ist, indem wir, wenn wir uns diesem Rhythmus überlassen, zunächst etwas Gutes ist. Nichts anderes tut die ganze Tagzeitenliturgie der Kirche,